Mustafas Großonkel führte uns über den verschneiten Hang hinauf. Wir kletterten um Felsen herum über steile Abhänge, als wäre es ein Weg. Ich bin müde und außer Atem. Wann sehen wir endlich die Arche? Dann entdecke ich plötzlich unter mir im Nebel dieses riesige, ehrfurchtgebietende Schiff. Es ist wie ein Traum, aber es ist da. 1959 flogen wir mit Düsenjägern über den Ararat und entdeckten das, was man für die Arche Noah hält. Es schien ein kahnartiges oder güterwagenähnliches Gebilde zu sein, das von Menschenhand angefertigt worden war. 3 Tage lang suchten wir an dieser mit Eis und Geröll bedeckten Felswand. Als ich mal mit meinem Pickel gegen einen Eisblock schlug, hörte ich ein hohles Echo. Daraufhin hackten wir ein Loch aus, das groß genug war, um durchzukriechen. Dann kamen wir nicht etwa in eine Höhle, sondern in einen Raum, dessen Wände nicht aus Stein oder Erde, sondern aus Holz waren. Da wussten wir, dass wir die Arche gefunden hatten. High on a mountaintop in eastern Turkey. Hoch auf einem Berggipfel in der Osttürkei, eingebettet in einen Gletscher, liegt ein wichtiges Verbindungsglied zu vorgeschichtlichen Zeiten. Man sagt, dass es sich um ein 5000 Jahre altes Schiff mit Boxen und Käfigen handelt. Heute sollen sie zum ersten Mal von Augenzeugen die Wahrheit erfahren, die hinter der vorgeschichtlichen Erzählung von der Arche Noah steckt. Sie werden nie zuvor gezeigte Luftaufnahmen und Satellitenbilder sehen und faszinierende Augenzeugenberichte von Menschen hören, die das alte Schiff selbst gesichtet und fotografiert haben. Und am Ende dieses Filmes werden zum ersten Mal Fragen beantwortet sein, die Historikern seit Jahrtausenden zu denken gaben. Könnte die vorgeschichtliche Erzählung wahr sein? Ist das wirklich die Arche Noah? Could the ancient legends be true? Is this Noah's Ark? Wir wollen jetzt auf eine Reise gehen, um Antworten auf diese und viele andere interessante Fragen zu finden. Gibt es Beweise dafür, dass es tatsächlich eine massive weltweite Flut gegeben hat, wie die Bibel sagt? Welche neuen Erkenntnisse bringt uns die moderne Technologie mit Satellitenaufnahmen und Laboruntersuchungen? Wie hat Noah dieses große Boot gebaut? Und wie sind er und seine Familie mit dieser größten Katastrophe der Welt fertig geworden? Wer sind diese Menschen, die behaupten, die Arche Noah tatsächlich gesehen zu haben? Welche Beweise haben sie? Kommen Sie mit auf unsere Entdeckungsreise zur sagenumwobenen Arche Noah. Ich bin Darren McGavin. Und lade Sie herzlich dazu ein, mit uns das größte und faszinierendste Rätsel seit Beginn der Menschheit zu lösen. Soll keine religiöse Mission sein. Sie ist vor allem ein archäologisches Experiment, um festzustellen, ob das vorgeschichtliche Geheimnis Fabel oder Wirklichkeit ist. Es geht letzten Endes darum, die Arche selbst zu finden. Sie ist wohl der bekannteste und am häufigsten diskutierte religiöse Kunstgegenstand der Welt und hat bei Kunstforschern und Gelehrten viele Fragen aufgeworfen. Wurden tatsächlich Tausende von Tieren an Bord eines Schiffes gebracht, damit sie eine verheerende Flut überleben? Wie konnte ein Boot mit diesen Ausmaßen all die Tierarten, die es heute auf der Welt gibt, aufnehmen? Wie hätten 8 Menschen sie ein Jahr versorgen können? Warum gibt es Berichte von ganz gewöhnlichen Leuten, die die Arche auf dem Ararat gesehen haben, während gut ausgerüstete Expeditionen mit leeren Händen von dort zurückkamen? Entweder ist die Arche da oder nicht. Ist der gemeldete Fund der Arche nur die Einbildung religiöser Fanatiker? Sind es vielleicht nur missverstandene Augenzeugenberichte? Wenn ja,
Wie erklären wir uns dann das uralte Holz und die Kunstgegenstände dort oben auf diesem vegetationslosen Berg? Viele Jahre glaubten wir, dass die entscheidenden Antworten auf diese Fragen nicht mehr zu finden sein würden. Aber jetzt ermöglichen es die moderne wissenschaftliche Technologie und neue archäologische Untersuchungen, viele der in Vergessenheit geratenen Rätsel um Noah zu entwirren. Wir wollen auf der Suche nach der Arche Noah zwei Wege einschlagen. Wir werden die alten Berichte unter die Lupe nehmen und nach historischen Beweisen für die vorgeschichtliche Erzählung von Noah und der großen Flut suchen. Doch in erster Linie ist es unsere Absicht, die Existenz der Arche nachzuweisen und sie letzten Endes auch zu finden. Also werden wir den Spuren früherer Expeditionen folgen und unsere eigene Suche beginnen. Die Existenz der Arche ist schon seit langem Thema ernsthafter Diskussionen. Es ist durchaus verständlich, dass wir vorgeschichtlichen Erzählungen gegenüber skeptisch sind. Deswegen verursachten die ersten neuzeitlichen Beweise große Aufregung und führten zu einer solchen Zunahme von zeitgenössischen Untersuchungen. Mitte der 50er Jahre gab es den ersten Hinweis auf die Existenz der Arche auf dem Berg. Das sollte der Anfang einer Reihe von Erfolgen sein, die das Geheimnis um sie lüfteten. Ein französischer Abbruchingenieur namens Fernand Navarra interessierte sich zum ersten Mal während seiner Militärdienstzeit für das Schiff. 1952 ging er auf die erste seiner zahlreichen Expeditionen zum Ararat. Die kurdischen Führer hatten mich schon im unteren Teil des Berges im Stich gelassen. Und so versuchte ich allein weiterzukommen. Ich fand zwar nicht die freigelegte Arche, aber ich konnte eine dunkle Form erkennen, die im Gletschereis eingefroren war. Da war mir klar, dass ich noch einmal wiederkommen müsste, um festzustellen, was es war. Das machte Navarra 1955 tatsächlich zusammen mit seinem Sohn Raphael. Was wir hier sehen, ist der Film, der von den beiden während ihrer Expedition gedreht wurde. 1955 war ein warmes Jahr mit einer gewaltigen Gletscherschmelze. Ich wusste, jetzt ist die einzige Chance, die Arche zu finden. Raphael entdeckte zuerst etwas. Navarra ließ sich in einer Höhe von 4.115 Metern vorsichtig in eine Gletscherspalte hinab. Das Holz war gut zu erkennen, aber es war im Eis eingeschlossen. Damals hatte ich von der Größe des Bauwerks keine Vorstellung. Navarra hackte einen 1,52 Meter langen, handbearbeiteten Balken aus dem Eis. Davon hatte ich immer geträumt. Raphael und ich waren so aufgeregt, als wäre es Weihnachten. Ich versuchte, den Holzbalken auf dem Rücken den Berg hinunterzutragen, aber er war zu schwer. Ich konnte mein Gleichgewicht nicht halten. Es tat uns leid, dass ich das Holz auseinanderhacken musste, was später allerdings sowieso erforderlich gewesen wäre, um Proben für die Analysen zu verschicken. Es war ein stolzer Augenblick und ein langer Traum ging in Erfüllung. Aber war das tatsächlich Holz von der Arche Noah? Es wurde festgestellt, dass diese Holzart nicht in der Umgebung des Ararat wächst, wobei es im Umkreis von fast 500 Kilometern überhaupt keinen Wald gibt. Navarra ließ das handbearbeitete Holz in drei verschiedenen Labors untersuchen. Dabei erfuhr er, dass es ungefähr 5000 Jahre alt war, was eindeutig mit dem biblischen Bericht über die Flut übereinstimmte. Die wissenschaftlichen Untersuchungen bewiesen zweifelsfrei, dass sich auf dem Ararat etwas Geheimnisvolles befand. Fernand Navarras Entdeckung ermunterte eine neue Generation von Archesuchern. Vieles von dem, was wir über Noah wissen, stammt aus dem ersten Buch Mose der Bibel. Die Erforschung der Geheimnisse um die Arche beginnt mit einer einfachen Frage: Warum sollte Gott die Welt und fast alle der darin lebenden Menschen und Tiere vernichten? Laut Bibel ist die Antwort, dass Gott in seinen Geschöpfen viel Böses sah. In der Bibel steht, dass Gott beschloss, die Lebewesen der Welt zu vernichten, weil der Mensch unter anderem in Korruption lebte. Egal welcher anderen Sünden sich der Mensch damals schuldig gemacht hat, die archäologischen Berichte zeigen, dass er unvorstellbar gewalttätig war. Gewalt ist auf jeden Fall immer ein Teil der Menschen gewesen. Die meisten alten griechischen und hebräischen Schriften weisen darauf hin,
dass Korruption und Brutalität weit verbreitet war. Es gab viele Morde. Ein Menschenleben war in der Tat wertlos. Aber Gott sah, dass ein Mann namens Noah und seine Familie rechtschaffen waren. Die Bibel erzählt, dass Gott zu Noah sagte: Mit den Menschen mache ich ein Ende. Ich sehe nicht länger zu. Ich will sie alle vernichten, denn die Erde ist voll von dem Unrecht, das sie getan haben. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, erfahren wir ziemlich viel über Noah. Er hatte eine Frau und mit ihr zusammen drei Söhne: Sem, Ham und Japhet. Weil Noah ein rechtschaffener, gläubiger Mann war, sollte seine ganze Familie, einschließlich seiner Schwiegertöchter, von der Flut verschont bleiben. Insgesamt nur 8 Personen. Einige vertreten die Meinung, dass die Geschichte von Noah, wie überhaupt ein Großteil der Bibel, nichts weiter als eine vorgeschichtliche Erzählung ist. Aber als Wissenschaftler nach Fakten suchten, ergab sich Überraschendes. Charles Berlitz, Autor des Buches Das verlorene Schiff Noahs, ist ein angesehener Sprachwissenschaftler und hat sich mit der Sintflut befasst. In den Kulturen, mit denen ich mich beschäftigt habe, ist Noahs Geschichte in allen möglichen altertümlichen Sprachen praktisch identisch. Sei es Persisch, Babylonisch, Altägyptisch, Chinesisch oder Sanskrit. Das Einzige, was sich hin und wieder ändert, ist Noahs Name. Die Geschichte erscheint nicht nur in der Bibel, sondern auch im Koran. Dort wird von Noah erzählt. Das ist der arabische Name für Noah, der mit seiner Familie in einer Arche der Flut entkommt. Diese Berichte tragen mit Sicherheit dazu bei, die vorgeschichtliche Erzählung um ihn zu erhärten. Aber gibt es auch archäologische Beweise? Der Bericht über die Flut ist in Keilschrift auf babylonischen, akkadischen und sumerischen Tafeln zu finden, die jetzt im Britischen Museum sind. Es gibt auch Berichte in einzelnen chinesischen Schriftzeichen, die aus einer sehr frühen Zeit stammen. Ihre ältesten Formen sind in Bronzegefäßen eingraviert, die bestimmten Ritualen dienten. The writing is found inscribed inside of the vessels. Es gibt also tatsächlich historische Beweise von Noah als auch von der Flut. Genauer gesagt, weltweit 772 in jeder Zivilisation und Kultur. Einschließlich der Azteken- und Inka-Kulturen, die die Spanier in der neuen Welt vorfanden. Unsere Suche nach der Arche konzentriert sich auf dieses völlig vegetationslose Bergmassiv, das an den Iran und die ehemalige Sowjetunion grenzt. Der Ararat ist 5.182 Meter hoch und umfasst etwa 62 Quadratkilometer. Um eine persönliche Meinung über diesen furchterregenden Berg zu hören, besuchten wir Dr. John Morris, einen Geologieprofessor, der schon 15 Expeditionen in dieses Gebiet angeführt hatte. Ich habe schon überall auf der Welt Berge bestiegen, aber der Ararat ist brutal und war bisher der schlimmste. Auf der Südseite sieht er aus wie ein schöner vulkanischer Kegel. Aber auf der Nordseite ist diese unglaubliche Aura-Schlucht. Sie ist ungefähr 1,5 Mal so hoch wie der Grand Canyon. Die senkrechten Felswände sind meiner Meinung nach unbezwingbar. Der Gipfel ist das ganze Jahr über von einer Eisplatte bedeckt, die ständig die vulkanischen Ablagerungen abträgt, wodurch weiter unten Lawinen ausgelöst werden. Jeden Nachmittag kommt ein Sturm auf, mit manchmal über 160 Kilometern in der Stunde. Aber weder die unheilverkündenden Überlieferungen noch die tödlichen Gefahren konnten jemals die vielen entschlossenen Expeditionsteilnehmer, die den Berg seit Jahrhunderten herausforderten, von ihrem Vorhaben abbringen. Wir wissen, dass der chaldäische hohe Priester und Historiker Berosus um 475 vor Christus dort war und ausführlich über ein Phänomen schrieb, dessen Zeuge er war. Es sei ziemlich leicht gewesen, die Arche an ihrem Ruheplatz im Gletscher zu erkennen. Schon Hieronymus, der ägyptische Historiker, der um 30 vor Christus lebte und alte Geschichte Phöniziens geschrieben hatte, erwähnt die Existenz der Arche auf dem Ararat. Und in derselben Zeit berichtete Nikolaus von Damaskus, der Biograf von Herodes dem Großen, von der Arche in der Nähe des Ararat-Gipfels und dass das Holz immer noch dort liegen würde. Viele angesehene Persönlichkeiten des Altertums unternahmen Reisen dorthin.
Einer von ihnen war Epiphanius, der Bischof von Salamis im Jahre 360 nach Christus, der schon damals einen gut erhaltenen Holzbalken aus dem Gerippe eines seetüchtigen Schiffes vorweisen konnte. Der armenische Historiker Haithon behauptete 1254, die Arche gesehen zu haben. Er schrieb, auf dem Gipfel des Ararat ist ein großes schwarzes Objekt zu sehen, die Arche Noah. 1269 schrieb der berühmte Entdecker Marco Polo in seinem Buch Die Reisen, dass die Arche hoch oben in den schneebedeckten Bereichen des Berges ruhen würde. Es gibt eine Fülle von historischen Beweisen, die fast 2000 Jahre umfassen. Die Aufzeichnungen von prominenten Historikern dieser Zeit, verbunden mit den Berichten von Augenzeugen, weisen eindeutig auf die Existenz der Arche auf dem Ararat hin. Nach dem Bericht der Bibel wies Gott Noah an, das Schiff aus Gelbholz zu bauen. Dieses Holz musste also sehr stabil sein. Aber was für eine Holzart war das? Gelbholz ist keine Holzart, sondern verarbeitetes Holz. In Israel gab es damals einen Baum, dessen Rinde angeschnitten und dessen Saft als Klebstoff verwendet wurde. Nach der Härtung brach eher das Holz als die Klebestelle. Wir haben keinen Furnierbaum, sondern Furnierholz. Also ist Gelbholz eine Art Lamellierverfahren. Ob nun dieses Verfahren angewandt wurde oder nicht, das Schiff musste aufgrund seiner gewaltigen Ausmaße sehr stabil sein. Es sollte umgerechnet etwa 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch sein. Wie groß war es insgesamt? Der Innenraum entsprach dem Volumen von 170 Eisenbahngüterwagen. Oder ein anderer Vergleich, einem vierstöckigen Wohnhaus mit 150 Metern Länge. Dann haben Sie eine ungefähre Vorstellung. Gott sagte zu Noah, er solle die Arche mit Unter-, Mittel- und Oberdecks konstruieren. Die Bauzeit betrug viele Jahre. Noahs Nachbarn kamen und spotteten, während er und seine Familie das Schiff fertigstellten. Der Bau eines seetüchtigen Schiffes in Handarbeit ist unvorstellbar. Wie war es möglich, dass Noah die Arche mit solchen Ausmaßen ohne maschinelle Hilfe bauen konnte, wie es in der Bibel heißt? Aufgrund der Beweise, die uns die Kulturen des Altertums überlassen haben, erkennen wir, dass die Leistungen umso bemerkenswerter waren, je weiter wir zurückblicken. Die alten Mennoniten beispielsweise waren äußerst fortgeschritten. Einige ihrer zerstörten Tempel zeigen, dass sie ungeheure Fähigkeiten hatten, architektonische und künstlerische. Wir sehen Mosaike und natürliche Belüftung. Wenn wir nach Ägypten gehen, sehen wir einige galvanisierte Kunstgegenstände. Sie waren buchstäblich überall im Altertum zu finden. Die Menschen waren damals auch in der Lage, Batterien herzustellen und Elektrizität zu erzeugen. Die alten Maya konnten das Sonnenjahr auf 365,2420 Tage errechnen. Das bedeutet auf 2/10.000stel eines Tages. Diese Frau wurde vor über 2100 Jahren in China begraben und ihr Leichnam ist noch so gut erhalten, dass er von einem Röntgenologen untersucht werden kann. Nach diesem Beispiel liegt der Schluss nahe, dass der Mensch der Antike über eine hochentwickelte Technologie verfügte, die leicht zum Bau eines Schiffes wie der Arche ausreichte. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts überbrückten weitreichende Verkehrswege die Entfernungen und versorgten die westliche Zivilisation mit Informationen, Spekulationen und Gerüchten über den angeblichen Fund der Arche. Der in Russland geborene deutsche Physiker Dr. Friedrich Parrott war 1829 der erste dokumentierte westliche Forscher, der den Ararat bestieg. Aber vorher besuchte er die Kathedrale bei Etmiadzin in sowjetisch-Armenien. Dort besichtigte er das Kreuz, das angeblich aus dem Holz geschnitzt worden war, das man 318 nach Christus von der Arche zu Tal brachte. Parrott schrieb, dass die Schnitzerei einen Durchmesser von etwa 30 Zentimetern hatte und bräunlich war. Von Etmiadzin stieg Parrott bis zu dem Dorf Ahura in einer Höhe von 2134 Metern auf. Dort stand das St. Jakob-Kloster. Hier fand er alte Manuskripte und Relikte von der Arche. Parrott stieg bis zum Gipfel weiter, hatte aber bei der Suche nach der Arche keinen Erfolg.
Im Juni 1840, 11 Jahre nach seiner Expedition, gab es auf dem Berg ein fürchterliches Erdbeben. Die meisten der 2000 Häuser und Gebäude in diesem Gebiet wurden vernichtet. Es gab nur wenige Überlebende. Das Kloster St. Jakob und die darin aufbewahrten Relikte verschwanden buchstäblich unter einer Gesteinslawine. Das Beben hinterließ die Ahura-Schlucht, die tiefer als der Grand Canyon ist. Das ganze 18. Jahrhundert hindurch versuchten Abenteurer, Entdecker und gläubige Menschen, die Arche zu finden. 1845 bestieg Hermann von Abich den Ararat. Nach ihm wurden zwei große Gletscher dieses Berges benannt. Ebenfalls 1845 bezwang der Engländer Major Robert Stuart den Gipfel und dem Oberst Kotzko von der russischen Armee gelang es 1850. Es gibt Menschen, denen es schwerfällt, Berichten aus der Vergangenheit zu glauben. Aber es kann keinen Zweifel daran geben, dass zumindest einige der Expeditionsteilnehmer des 19. Jahrhunderts die Arche tatsächlich gesehen haben und Beweise dafür vorlegten. Können Skeptiker sie einfach übersehen? Ich habe eigentlich alle Berichte studiert. In den vergangenen 150 Jahren wurden sie viel ausführlicher. Ich habe 34 Berichte miteinander verglichen und erkannt, dass es ein hohes Maß an Übereinstimmung der Augenzeugen gibt. Obwohl sie sich gar nicht kannten. Wir können uns entscheiden, ob wir diese Berichte für Lügen halten oder ob sie tatsächlich von Augenzeugen stammen. Wir können aber auch annehmen, dass sich die Arche oder ein großer hölzerner Kahn tatsächlich auf dem Ararat befindet, wenn nur einer dieser Berichte der Wahrheit entspricht. Nach der Fertigstellung des großen Schiffes befahl Gott Noah, von allen Lebewesen je ein Männchen und ein Weibchen an Bord zu bringen. Wäre das Zusammentreiben der vielen Tiere nicht nahezu unmöglich gewesen? In der Bibel heißt es, dass die Tiere zur Arche kommen werden. Aber woher wussten sie das? Wir glauben, dass sie instinktiv spürten, dass eine Katastrophe kurz bevorstand. Dadurch wurden sie regelrecht dazu getrieben, sich in Sicherheit zu bringen. Folglich kamen sie zur Arche. Sogar bei der gewaltigen Größe des Schiffes ergeben sich viele Fragen, die eindeutig an der Glaubwürdigkeit sämtlicher Berichte zweifeln lassen. Ich frage mich, wie konnten überhaupt je zwei von allen Tierarten an Bord gebracht werden? Bei der Anzahl und dem Gewicht wäre eine Flotte von Archen erforderlich gewesen. Aus der Bibel geht tatsächlich nicht hervor, dass alle auf der Welt existierenden Tierarten auf der Arche vertreten waren. Viele befanden sich im Meer, wie Wale oder andere Meerestiere. Außerdem gehörte ein Großteil der Insekten nicht dazu. Aufgrund von Studien schätzen wir, dass zwischen 2500 und 20.000 verschiedene Arten an Bord genommen wurden. Jede Familie von Kreaturen, die es heute auf der Welt gibt, hat ein einziges Paar Vorfahren. Ein Beispiel. Obwohl es heute durch selektive Zucht über 300 verschiedene Hunderassen gibt, haben sie zwei gemeinsame Vorfahren. Wenn von allen Tierarten, die wir heute kennen, nur zwei an Bord gebracht werden mussten, war nicht nur für sie Platz, sondern auch für Noahs Familie sowie für Proviant und Futter. Trotz der alten Berichte hielten die meisten Menschen im Laufe der Jahre die Geschichte der Arche für eine Legende. Denn es gab nur eine weit verbreitete Informationsquelle, die Heilige Schrift. Die Glaubwürdigkeit der biblischen Geschichte von Noah wurde ganz zufällig von diesem Mann gestützt.
Mitte des 18. Jahrhunderts verbrachte der Graveur George Smith seine Mittagspause immer im Britischen Museum. Ich war zwar kein Geologe, aber mich faszinierten alle historischen Dinge. Mein besonderes Interesse galt dem antiken Assyrien. Obwohl ich nie in diesem Teil der Welt war, hatte ich alles Verfügbare über die Kulturen des Mittleren Ostens ausführlich gelesen. Ich war von dem Thema gefesselt. Als ständiger Besucher hatte sich Smith mit dem Museumsdirektor angefreundet, der von seiner Intelligenz und Begeisterung beeindruckt war. Nachdem er jemanden suchte, der einige der 25.000 mit Keilschrift versehenen Tontafeln zusammensetzen konnte, die aus dem 6. Jahrhundert vor Christus stammten und in der uralten Stadt Ninive ausgegraben wurden, hatte er Smith diese Aufgabe übertragen. Die nächsten 10 Jahre verbrachte ich damit, diese Tontafeln zusammenzusetzen, aber es war mehr als ein kompliziertes Puzzle. Die Inschriften, die ich übersetzte, hatten eine tiefgreifende Wirkung auf die Archäologie. 1872, nach 10 Jahren Arbeit, stieß Smith auf einen Bericht über ein Schiff, das eine große Flut überstanden hatte und auf einem Berg gestrandet war. Auch über eine Taube, die ausgeschickt wurde, aber keine Landemöglichkeit fand. Die Geschichte, die auf den Tafeln erzählt wurde und als Gilgameschs Epos bekannt wurde, entsprach genau der biblischen Geschichte von Noah. Also muss diese mehr sein als eine Legende. Diese erstaunliche Entdeckung weckte die wissenschaftliche Neugier und entfachte erneut ein großes öffentliches Interesse an der Arche. Das führte zu neuen Versuchen von Abenteurern und Forschern, den Ararat zu besteigen und die Arche zu finden. 1876 unternahm der hoch angesehene britische Staatsmann, Jurist und Autor James Bryce den ersten dokumentierten Versuch, den Berg allein zu bezwingen. In einer Höhe von 4267 Metern fand er im Schnee ein 1,22 Meter langes und 12,5 Zentimeter dickes Stück handbearbeitetes Holz, das teilweise versteinert war. Die großen Zeitungen wie die New York Times veröffentlichten und feierten ihn als Entdecker der Arche Noah. Aber Darwins neue Evolutionstheorie gewann gerade an Popularität und so wurde Bryces Bericht mit seiner religiösen Tendenz weitgehend ignoriert. 1883 schickte die türkische Regierung eine Expedition los, um den Schaden eines nicht lange zurückliegenden Erdbebens zu begutachten. Das Team berichtete von der Entdeckung des Vorderteils eines sehr alten Schiffes, das in einer Höhe von 4267 Metern aus dem Eis herausragte. Es wurden Messungen vorgenommen und Karteneintragungen gemacht. Außerdem hatte man im Inneren des Schiffes mehrere Boxen und Käfige entdeckt. Leider erweckte der türkische Bericht nur wenig öffentliches Interesse, was wiederum an der augenblicklichen Popularität von Darwins Evolutionstheorie lag. Die schwierige Aufgabe, die Tiere in die Arche zu treiben, war langsam vollbracht. Geh mit deiner Familie auf das Schiff, du bist der Einzige unter den Menschen, der vor mir bestehen kann. Diejenigen, die dieses Schauspiel beobachteten, empfanden es als Torheit. Gottes Versprechen fand bei Noah Gehör. In 7 Tagen würde er Wassermengen vom Himmel herabschicken und jedes Lebewesen, das er geschaffen hatte, vom Angesicht der Erde tilgen. Mit viel Bedauern, aber ohne Widerspruch, schloss Noah das Tor der großen Arche. Die Menschen verspotteten ihn weiter und ahnten nichts von der bevorstehenden Verwüstung und von ihrem Tod. Das wird wohl der Anfang sein. Der heftige Regen überstieg ihre Vorstellungskraft. Der Spott schlug langsam in Sorge und Furcht um.
Sogar unter den 8 Personen an Bord wuchs die Ungewissheit. Vater, wir können sie doch nicht sterben lassen. Die Vorräte reichen sicher, um diese armen Seelen an Bord nehmen zu können. Weißt du, dass ich das gerne tun würde? Aber Gott, der Herr, verfolgt mit uns eine ganz bestimmte Absicht. Es liegt nicht in unseren Händen, das zu ändern. Noah litt im Herzen mit ihnen. Aber er wusste, dass er keine andere Wahl hatte, als Gottes Befehl zu gehorchen. Aber was war mit der Arche? War sie in der Lage, ihre lebensrettende Funktion zu erfüllen? Konnte ein seetüchtiges Schiff wie die Arche einem 40 Tage andauernden Wolkenbruch standhalten? Aber was war mit der Arche? War sie in der Lage, ihre lebensrettende Funktion zu erfüllen? Konnte ein seetüchtiges Schiff wie die Arche einem 40 Tage andauernden Wolkenbruch standhalten und viele Monate auf einem gewaltigen, sturmgepeitschten Meer überstehen? Würde es auf dem Wasser stabil und sicher sein? Einige Gelehrte bezweifeln, dass ein Holzschiff von der Größe überhaupt seetüchtig sein kann. Was die Konstruktion und den Bau der biblischen Arche betrifft, so gibt es gewichtige Gründe, die gegen ihre Existenz sprechen. Erstens gab es die notwendige Technologie noch nicht und zweitens wäre sogar ein Schiff unserer Zeit unter weniger schwierigen Umständen in Gefahr geraten. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Noahs hölzerner Kahn unter solchen Bedingungen mehr als wenige Stunden überstanden hätte. Um diese Frage zu beantworten, haben wir ein Modell der Arche in ein Meereslabor gebracht, um zu sehen, wie es mit Wellen und anderen hydraulischen Spannungen fertig werden würde. In den unregelmäßigen Wellen, die gewöhnlich im Meer zu finden sind, zeigte sich das Modell nicht nur als seetüchtig, sondern auch als außergewöhnlich stabil. Dann wurden Wellen nachgeahmt, die einer 60 Meter hohen Flutwelle entsprachen, mit demselben Ergebnis. Es lässt sich nachweisen, dass das Gleichgewicht zwischen der Auftriebs-, der Schwer- und der Wellenkraft so ausgeprägt ist, dass die Arche sich selbst bei einer Schräglage von bis zu 90 Grad wieder aufgerichtet hätte. Mit anderen Worten, sie konnte praktisch unmöglich kentern. Die Arche scheint also tatsächlich ein äußerst zuverlässiges, seetüchtiges Schiff gewesen zu sein. Umso bemerkenswerter ist es, dass 4000 Jahre lang kein größeres Schiff gebaut wurde. Im Jahre 1902 wurde der 8-jährige armenische Junge George Hagopian zum jüngsten Augenzeugen der Geschichte. Er hatte seinen Onkel auf dem Berg begleitet. In dem besonders warmen Sommer war die Arche für die beiden nicht nur sichtbar, sondern auch leicht zugänglich. Ich hatte so ein riesiges Gebilde noch nie gesehen. Mein Onkel wollte mich hinaufheben, aber wir mussten Felsbrocken aufeinander schichten, um raufzukommen. Dann wurde George hochgeschoben und konnte auf das Dach gelangen. Familienmitglieder hatten uns erzählt, dass sie zur Arche aufgestiegen waren. Und jetzt war ich tatsächlich dort und stand sogar darauf. Nicht weit neben mir war ein Loch in das Dach gehackt worden.
Ich bin hingegangen und habe hineingesehen. Aber drin war es zu dunkel, um etwas zu erkennen. Hier und da war was abgebrochen. Aber es war immer noch so stabil, dass man darauf gehen konnte. Auf der Seite des Oberdecks waren fensterähnliche Öffnungen, aber ich konnte im Innenraum nichts sehen. Einige Jahre später beschrieb George Hagopian dem archäologischen Zeichner Dr. Alfred Lee, was er gesehen hatte. Nach einer vierjährigen Dürre stiegen George Hagopian und sein Onkel bis hierher und fanden die völlig freigelegte Arche. Er bemerkte auch hier auf der Seite die Holzmaserung und die wunderbare, mit Holzdübeln zusammengefügte Beplankung. Er konnte auch die Farbe der Maserung sehen. Es war kein Steingebilde, sondern definitiv eine von Menschenhand geschaffene Holzkonstruktion. All diese Balken und Holzplanken, die im Laufe der Jahrhunderte zusammengetragen worden waren, scheinen eine Frage aufzuwerfen. In welchem Zustand würde die Arche heute sein? Es gab ein gewaltiges Erdbeben. Dadurch entstand eine tiefe Gletscherspalte, eine riesige Lawine wurde ausgelöst und die Arche zerbrach in zwei Teile. Und genau das ist heute noch zu sehen. Das ist tatsächlich eines der großen Rätsel. Wieso ist die Arche, die wahrscheinlich von einer einzigen Person entdeckt wurde, von anderen nicht so leicht zu finden? Zweifellos scheint das die gelegentlichen Berichte von Expeditionen in Frage zu stellen. Also haben wir versucht, auch darauf eine Antwort zu finden. Dieses Foto, das im August 1986 vom französischen Spot-Satelliten gemacht wurde, zeigt, dass der Ararat das ganze Jahr über mit Eis bedeckt ist. Auf dem Gipfel gibt es natürlich jahreszeitlich bedingte Wetterveränderungen. Die Chance, die Arche zu sehen, ist während der warmen Monate des Spätsommers wie August und September am größten. Allerdings gibt es alle paar Jahre wärmere Wetterzyklen, die den schneebedeckten Gipfel verstärkt schmelzen lassen. Es ist durchaus möglich, dass die Arche nur während dieser wärmeren Temperaturabschnitte sichtbar und zugänglich ist. Eine Expedition zur Arche könnte also unvermutet über das Schiff wandern, ohne zu wissen, dass es dort liegt. Es blieb dunkel und bedeckt während des langen Sturms. Und so war das erste Auftauchen des Sonnenlichts eine Offenbarung. Die Sonne! Oh, kommt mal schnell her! Hier, seht ihr das? Sonnenlicht! Ich werde die Luke öffnen. Es ist soweit. Seht euch das an! Können wir die Arche schon verlassen? Noch nicht, fürchte ich. Gott, der Herr, wird uns bestimmt bald seine Absicht offenbaren. In Wirklichkeit sollten sie noch weitere 7 Monate auf der Arche bleiben. An Bord gab es zwar nur 8 Personen, aber während der vielen Monate auf See mussten mehrere tausend Tiere versorgt werden. Diese Aufgabe erscheint einem nahezu unmöglich. Hätte sie trotzdem bewältigt werden können? Wir dürfen annehmen, dass es in der Arche wegen des tobenden Sturmes ziemlich dunkel war. Unter diesen Bedingungen werden die Tiere wohl weniger gefressen und mehr geschlafen haben. Außerdem waren sicher viele im Winterschlaf. All das, verbunden mit Futtermangel, war sicher der Grund, warum Noahs Familie mehr als ausreichte, um die Tiere zu versorgen. Es hätte sogar bis zu einem Jahr sein können. In 1916 wurde die Geschichte der Arche-Entdeckungen um eine neue Variante erweitert. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg erzählte der russische Pilot Leutnant Sabolotsky von einem bemerkenswerten Erlebnis mit der Arche. Ich war zusammen mit einer kleineren Gruppe von Piloten ungefähr 40 Kilometer nordöstlich vom Ararat entfernt stationiert.
In eines der Flugzeuge war ein neuer Motor für große Höhen eingebaut worden. Und ich wurde zu einem Testflug losgeschickt. Als ich den Berg umkreiste, entdeckte ich dunkle Umrisse, ungefähr von der Größe eines Kriegsschiffes. Es sah eigenartig aus, aber es war ziemlich eindeutig als Schiff mit einem abgerundeten Dach zu erkennen. Die Nachricht von Leutnant Sabolotskis Entdeckung erreichte Zar Nikolaus. Er schickte 1917 zwei Soldatentrupps aus, um diesen außergewöhnlichen Fund zu vermessen und zu fotografieren. Unglücklicherweise brach zur selben Zeit die Oktoberrevolution aus, durch deren Wirren Berichte wie Fotos über die Arche verloren gingen und bis heute unauffindbar sind. Vielleicht sind sie auch im Kreml verborgen. Allerdings hatte sie jemand gesehen. Megan Butler, die Herausgeberin von Regnery Gateway Publishers in Washington, D.C., hat kürzlich das Buch Anastasia herausgebracht, die Lebensgeschichte der russischen Zarentochter. Es gab Meinungsverschiedenheiten darüber, ob 1916 oder 1917 überhaupt eine Arche-Expedition stattgefunden hat. Unser Autor sprach mit Anastasia, dem letzten überlebenden Mitglied der Zarenfamilie. Er war erstaunt, als sie von einer Expedition erzählte, die ihr Vater in Auftrag gegeben hatte, mit dem Zweck, die Arche auf dem Ararat zu vermessen und zu fotografieren. Sie hatte nicht nur die Fotos und den Bericht tatsächlich gesehen, sie trug auch ein Kreuz, das aus dem Holz der Arche angefertigt war. Während des Zweiten Weltkrieges flogen alliierte Piloten viele Einsätze im Gebiet des Ararat. Ich war mit einem Fernmeldebataillon in Nordafrika stationiert und war für die Heeresluftwaffe zuständig. Ein mit mir befreundeter Pilot und ich wollten eines Abends einen Kaffee trinken. Während wir im Offizierscasino saßen, hörten wir ein Gespräch, das sich auf Fotos bezog, die sie auf einem Flug über die Türkei und den Ararat gemacht hatten. Als sie sich die Fotos ansahen, interessierten wir uns auch dafür. Einige von ihnen meinten, das könnte die Arche Noah sein. Lassen Sie mich sagen, was ich auf diesen Fotos sah. Auf allen war eine Eisscholle, die sich ungefähr in diesem Winkel über das Schiff erstreckte. Und in diesem Teil war von der rechten Seite aus gesehen eine Öffnung, wo das Schiff auseinandergerissen worden war. Ich konnte ein oder zwei Schichten erkennen und außerdem eine Struktur entlang der Seite. There was no question in the minds of these flyers that this was Noah's Ark. Ein ähnliches Foto erschien ungefähr 1944 in der Stars and Stripes. Für mich, wie auch für die Piloten, gab es keinen Zweifel, dass es sich um die Arche handelte. Im ersten Buch Mose können wir nachlesen, dass das Wasser 15 Ellen gestiegen war und sämtliche Berge bedeckte. Damit wären die höchsten Berggipfel der Erde mehr als 6 Meter von Wasser bedeckt gewesen. Eine Flut ist ein natürliches Phänomen der Natur unseres Planeten. Nur wenige Teile der Erde werden davon verschont. Die Bibel erzählt aber von einer großen weltweiten Sintflut, für die viele Billionen Kubikmeter Wasser erforderlich waren. Können wir überhaupt Beweise finden, dass sie wirklich stattfand? Große wie auch kleine Fluten sind ein wesentlicher Bestandteil der Natur. Es gibt viele Hinweise auf Fluten in der Antike, aber ich persönlich würde eine einzige, gewaltige, 150 Tage andauernde Überflutung der ganzen Erde in Frage stellen. Es gibt umfassende Beweise für eine globale Flutkatastrophe, wobei der Großteil Fossilien zu verdanken ist. Weltweit gibt es Funde von versteinerten Tieren und Fischen in schwimmender Haltung. Zu den faszinierendsten Fossilfunden dieser Art gehören Nashörner, Flusspferde und Zebras in Nebraska. Oder hunderte von Dinosauriern, die in Atlanta in einer vulkanischen Asche begraben liegen, die von einer Flut abgelagert wurde. Und in Schottland wurden tonnenweise Fische in einer verängstigten Haltung gefunden, mit weit hervorstehenden Augen und ausgebreiteten Flossen. In Deutschland wurde eine Mischung von Pflanzen und Insekten aus allen Klimazonen gefunden. Wenn so etwas der Fall ist, deutet das für gewöhnlich auf eine globale Flut hin.
Und was ist mit dem Ararat, wo die Arche doch, wie die Bibel berichtet, gestrandet sein soll? Wo ist der Beweis, dass es tatsächlich so war, wenn das Wasser über dem Gipfel stand, wie es in der Bibel behauptet wird? Vom geologischen Standpunkt aus sind mir auf dem Ararat zwei Dinge aufgefallen, die darauf hinweisen, dass dieser 5182 Meter hohe vulkanische Berg einmal unter Wasser stand. Erstens gibt es hoch oben auf dem Berg Vorkommen von Kissenlava, einer einzigartigen Ablagerung, zu der es kommt, wenn geschmolzene Lava unter Wasser aus der Erde tritt. Zweitens haben wir in einer Höhe von 4267 Metern Salzkristalle gefunden, die sich nur unter Wasser bilden konnten, was darauf hindeutet, dass der Berg einmal zumindest bis zur Schneegrenze unter Wasser gestanden haben muss. Somit verdichten sich die Beweise, dass es in der Tat eine massive weltweite Überflutung gab. Mehr und mehr hat es den Anschein, dass die biblische Geschichte über Noah wahr sein könnte. Die verheerende weltweite Sintflut von inzwischen legendären 40 Tagen und 40 Nächten Dauerregen gehört zu den dramatischsten Geschichten der Bibel. Um sie aber als Wahrheit anzuerkennen, müssen erst noch Fragen beantwortet werden. Woher kam das ganze Wasser? Wie stieg es und bedeckte all die Landmassen? Und wohin verschwand es nach der Flut? Es war immerhin nicht nur ein bisschen Wasser. Wie die Bibel berichtet, stand es 6 Meter über dem höchsten Gipfel. Das erste Kapitel im ersten Buch Mose beschreibt eine Atmosphäre, die Gott um die Erde herum geschaffen hat. So soll vor der Flut eine Hülle von Wasserdampf die Erde umgeben haben, die dicken Regenwolken ähnlich war und dabei half, das Klima auf der Erde auszugleichen. Die Vorstellung einer Wasserdampfhülle um die Erde erscheint irgendwie seltsam. Aber tatsächlich sind die Hüllen um die Planeten unseres Sonnensystems relativ üblich. Venus, Jupiter und Saturn sind von Wolken und dicken Gashüllen umgeben. Wenn die Erde damals eine solche Hülle hatte, wie viel Regen hätte sie dann produzieren können? Genug für eine weltweite Flut? Die Wasserdampfhülle selbst könnte höchstens knapp 13 Meter Wasser freigesetzt haben. Und zusätzlich hat sicher während der Flut freigesetzte vulkanische Eruption die schweren Regenfälle 40 Tage und Nächte aufrechterhalten. Unsere Experten haben angegeben, dass das Wasser zu Beginn der Sintflut 3 großen Quellen entsprang und die unterirdischen Brunnen explodierten. Regen kam vom Firmament und das Wasser der vorhandenen Meere überflutete das Land. Aber wodurch konnte diese unglaubliche Serie von Ereignissen ausgelöst worden sein? Eine Theorie besagt, dass wir die Antwort jenseits des Himmels suchen sollten. Beobachtungen der Monde und Planeten unseres Sonnensystems machen deutlich, dass die Zeiten schweren Meteorbeschusses erlebt haben. Sogar auf der Erde wurden über 100 uralte Einschlagstellen entdeckt. So ist es durchaus einleuchtend, dass einer dieser Einschläge mit zur großen Sintflut beigetragen haben konnte. Diese glaubhafte Theorie sieht darin die eigentliche Ursache für die Flut. Um das Thema eingehender zu untersuchen, wandten wir uns an Dr. Walter Brown, den pensionierten Direktor eines der größten Forschungs- und Entwicklungslabors des Verteidigungsministeriums. Auf unserem Planeten gibt es 17 äußerst eigenartige Merkmale, die inzwischen als Resultat einer verheerenden weltweiten Flut gelten, bei der die Wassermassen mit einer Wucht aus unterirdischen Kammern heraufkamen, die die Explosionskraft von 10 Billionen Wasserstoffbomben überstieg. Das erklärt auch die schnelle Formung der Berge und den Grund für Kohle- und Ölvorkommen, die rapide Kontinentalverschiebung oder warum es auf dem Meeresboden riesige Gräben und Hunderte von Vulkanen gibt. Dadurch werden die Formation der Schichtgebirge und auch die meisten der Fossilien erklärt, die erfrorenen Mammuts, die sogenannten Eiszeiten und die großen Landschluchten, insbesondere der Grand Canyon. Die Erde bestand vor der Flut wahrscheinlich aus einem sehr großen Hauptkontinent mit üppiger Vegetation. Es gab Seen und große Flüsse. Die Berge waren nicht so hoch wie heute, vielleicht 2743 Meter. Nach der Wasserplattentheorie hatte die Erde vor der Flut ein großes unterirdisches Wasserreservoir.
Es war in Kammern, die miteinander verbunden waren und etwa 16 Kilometer unter der Erdoberfläche eine Schicht von ca. 800 Metern Tiefe bildeten. Durch zunehmenden Druck des Wassers dehnte sich die Erdkruste wie ein Ballon, der aufgeblasen wird. Zuerst entstand in der Erdkruste ein mikroskopisch kleiner Riss, der sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 5 Kilometern pro Sekunde in beide Richtungen verlängerte. Er folgte dem Weg des geringsten Widerstandes und umrundete den Globus in ungefähr 2 Stunden. Währenddessen öffnete sich die darüberliegende Felskruste wie ein Riss in gestrafftem Stoff. Aufgrund des Gewichtes der 16 Kilometer dicken Felsschicht stand das unterirdische Wasser unter extremem Druck. Also presste es sich heftig durch den Riss hindurch. Überall auf dem Globus schossen Wasserfontänen 30 Kilometer hinaus in die Atmosphäre. Ihre Gischt verursachte wolkenbruchartige Regenfälle, wie sie die Erde vorher und nachher nie erlebt hatte. In der Bibel steht, dass sämtliche Quellen an einem Tag aus der Tiefe hervorbrachen. Und sie beschreibt diese Vorgänge, die wir jetzt wissenschaftlich begründen können, vor 5000 Jahren. Ein Teil des Wassers schoss hoch über die kalte Stratosphäre hinaus, wurde zu großen Eiskristallen und verursachte massive Eisniederschläge, die viele Tiere unter sich begruben, wie die Mammuts in Sibirien und Alaska. Die Hochdruckfontänen spülten das Gestein auf beiden Seiten des Risses aus, wodurch riesige Ablagerungen entstanden, die sich außerhalb des schlammigen Wassers überall auf der Erde verteilten. Dadurch wurden Pflanzen und Tiere begraben und wurden zu Fossilien. Diese Ausspülungen verbreiterten den Riss. Schließlich war er so breit, dass das zusammengepresste Gestein unter den unterirdischen Kammern nach oben stieß und die mittelozeanische Schwelle bildete, die sich seitdem wie eine Naht um die Erde schlingt. Die Kontinentalplatten oder die Wasserplatten, die immer noch auf dem darunterliegenden Wasser schwammen, rutschten nun von der mittelozeanischen Schwelle weg. Nachdem diese massiven, sich langsam beschleunigenden Platten eine Geschwindigkeit von über 70 Kilometern in der Stunde erreicht hatten, stießen sie auf Widerstand, wurden zusammengedrückt und schichteten sich auf. Dadurch bildeten die Wasserplatten Tiefseegräben und die sich auftürmenden Kontinentalplatten formten Berge. Deswegen liegen die Bergketten parallel zur Meeresschwelle, von der sie abgerutscht sind. Die Wasserplatten eröffneten tiefe Ozeanbecken, in denen sich das Wasser der Flut sammelte. Auch auf dem Kontinent blieb jede Vertiefung bis zum Rand gefüllt, wodurch viele Nachflutseen entstanden. Diese grafische Demonstration einer weltweiten Katastrophe in der Antike untermauert die biblische Geschichte von der Sintflut in jeder Einzelheit. Sogar für Profibergsteiger ist der Ararat eine Herausforderung. Rein körperlich gesehen kann die Suche nach der Arche sowohl enorm schwer als auch äußerst gefährlich sein. Es ist nicht nur schwierig, gegen die Elemente anzukämpfen. Die politischen Verhältnisse in diesem Teil der Welt können ebenso unberechenbar sein wie der Berg selbst. Jeder, der zu einer Expedition zur Arche in die Türkei reist, setzt sich beträchtlichen Gefahren aus. Wenn man diesen Teil der Welt verstehen will, muss man sich zuerst mit den vielen regionalen Bevölkerungsgruppen auseinandersetzen. Dieses Gebiet der Türkei gehörte früher zu Armenien. Zu Beginn des kommunistischen Zeitalters in der Sowjetunion wurden von den Bolschewisten über 200.000 Armenier getötet. Auch jetzt ist die Situation in diesem Gebiet sehr unübersichtlich. An zwei Seiten des Berges stehen sich erbitterte Feinde gegenüber, Irak und Iran. Den unteren Teil des Berges hält sogar die eine oder andere Terroristengruppe besetzt. Es ist vorgekommen, dass Expeditionsteilnehmer von kurdischen Terroristen überfallen wurden. Der Lehrer John McIntosh hat seit 1978 an 8 Expeditionen zum Ararat teilgenommen. Einmal waren wir auf der Südseite bis auf 4.115 Meter aufgestiegen und wollten gerade das Nachtlager aufschlagen, als wir aufgeregte Stimmen hörten. Ich konnte die Eindringlinge nicht verstehen, aber mir war klar, dass ich aus dem Zelt herauskommen sollte. Auch die anderen der Gruppe wurde dazu aufgefordert. Komm,
Sie zerrten unsere ganze Ausrüstung heraus und legten Kameras und alle anderen Wertgegenstände, die sie behalten wollten, beiseite. Dann verbrannten sie alles andere. Innerhalb von wenigen Minuten gingen unsere wissenschaftliche und unsere Bergsteigerausrüstung im Wert von Tausenden von Dollar in Flammen auf. Dann mussten wir uns alle in einer Reihe aufstellen. Im ersten Augenblick war mir gar nicht klar, warum, bis ich aufsah. Eines kann ich sagen. Wir haben viel gebetet, denn wir waren überzeugt, dass das unser Ende bedeuten würde. Als wir gehen durften, ließen wir uns das nicht zweimal sagen. Wir waren verständlicherweise froh, heil davongekommen zu sein. Aber ich glaube, dass wir auch viel Glück hatten. Die waren knallhart. Nach dem Vorfall schickte das türkische Militär 500 Mann auf den Berg. Ein Terrorist entkam, ein anderer wurde gefangen genommen und der Rest in einem Schusswechsel mit Soldaten erschossen. In letzter Zeit berichteten einige Augenzeugen davon, das Schiff gesehen zu haben. Interessant ist, dass es in allen Fällen zufällig geschah. Diese Leute waren gar nicht auf der Suche nach Noahs Arche. 1959 flogen wir mit Düsenjägern mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 350 Knoten in einer Höhe von 914 Metern über den Gipfel, als wir die angebliche Arche entdeckten. Damals habe ich sie nicht dafür gehalten, weil ich gar nicht wusste, dass sie, wie die Bibel berichtet, auf dem Ararat liegen sollte. Es schien ein kahnartiges Gebilde zu sein. Oder es hatte etwas von einem Güterwagen und ragte aus einer hufeisenförmigen Vertiefung aus dem Berg heraus. Auf jeden Fall erweckte es den Eindruck, von Hand gebaut worden zu sein. Ich flog als Fotojournalist während der Amtszeiten von vier Präsidenten, von Nixon bis Reagan, immer in der Präsidentenmaschine mit. Einmal war ich bei dem damaligen Präsidenten Jimmy Carter an Bord. Wir flogen von Polen nach Teheran, um an einem Neujahrsempfang teilzunehmen, den der Schah gab. Als wir über der Osttürkei waren, sahen wir durch die Fenster, dass wir Tragfläche an Tragfläche von sowjetischen MiG-Düsenjägern begleitet wurden. Gleichzeitig meinte jemand, dass wir unten die Arche Noah sehen würden. Tatsächlich war, vielleicht auf der Hälfte des zerklüfteten Berges, ein großes, dunkles Schiff deutlich zu sehen. Es war teilweise von Schnee und Eis bedeckt. Ich bin überzeugt, dass es die Arche Noah war. Sowohl aus der Luft als auch vom Boden aus gibt es eine wachsende Anzahl von fotografischen Beweisen, die den Anspruch haben, ein von Menschenhand gefertigtes Gebilde auf dem Ararat zu dokumentieren. Ray Anderson, ein pensionierter Luft- und Raumfahrttechniker, hat den Berg dreimal bestiegen und die Vergrößerung der Fotos dessen analysiert, was er für die Arche hält. Vor einigen Jahren fand ich ein Dia, auf dem in der rechten oberen Ecke ein interessantes Objekt zu sehen war. Als ich es unter dem Mikroskop betrachtete, dachte ich, es könnte das Nordende eines langen Gebildes sein. Die Arche ist in zwei Teile zerbrochen. Dafür gibt es inzwischen eindeutige Beweise. Während eines Erdbebens rutschte das Südende ungefähr 30 Meter den Hang hinunter und blieb in einer Gletscherspalte hängen. Ich sah mir also dieses Objekt, das nur auf diesem einen von vielen hundert Dias zu sehen war, genauer an. Unter dem Mikroskop konnte ich ziemlich eindeutig ein Dach oder einen Teil davon erkennen, was wir als Decksaufbau bezeichnen. Das bedeutet, dass sich tatsächlich ein großes, von Menschenhand gefertigtes Bauwerk auf dem Ararat befindet. Während ihrer langen Prüfung hatten Noah und seine Familie zwar ihren Glauben, aber nur wenige Antworten auf ihre Fragen. Wie lange würde die Flut andauern? Würden sie Land finden, bevor die Nahrungsmittel und das Futter für die Tiere ausgingen? Wenn irgendwo Land ist, werden wir es finden. Musik
Noah schickte eine Taube aus, um Land zu suchen, das vielleicht irgendwo aus der Flut herausragte. Aber die Taube kehrte zurück, ohne einen Rastplatz gefunden zu haben. Später schickte er die Taube wieder los. Und diesmal kehrte sie mit einem Olivenzweig im Schnabel zurück, was darauf hindeutete, dass die Flut zurückgegangen war. Die Arche war in der Erwartung, dass der Sturm aufhören und die Flut zurückgehen würde, viele Monate auf See. Schließlich kam sie auf dem Berg Ararat zur Ruhe. 8 Monate nach der Flut wurden auch andere kahle Bergspitzen sichtbar. Noah und seine Familie folgten Gottes Gebot und blieben zu ihrer eigenen Sicherheit und der der Tiere an Bord der Arche. Sie war ihr einziges Zuhause. Im 10. Monat stieg Noah nach oben und öffnete die Luke, durch die er auf das Dach gelangen konnte. Er stieg hinaus, um feststellen zu können, wo die Arche gestrandet war. Die kahle Landschaft wies immer noch die Verwüstungen der verheerenden Flut auf. Es sollte noch 60 Tage dauern, bis Noah sich sicher genug fühlte, die Arche zu verlassen. Er war mit seiner Familie insgesamt 375 Tage an Bord. Die Geschöpfe der Erde wurden wieder freigelassen. Noahs Vertrauen in Gottes Gebote war ein enormer Glaubensbeweis. Und dieser Glaube wurde belohnt. Er und seine Familie waren die einzigen, die diese Flut überlebt hatten. Als Dank für Noahs Treue gelobte Gott, nie wieder eine solche Verwüstung anzurichten. Und um das Versprechen an die Menschheit zu besiegeln, ließ er zum ersten Mal auf Erden einen Regenbogen am Himmel erscheinen. Vielleicht ist es eine Ironie des Schicksals, dass die Menschen, die in jüngster Zeit behaupteten, die Arche gesehen zu haben, aus allen sozialen Schichten kamen. Es waren bescheidene Menschen, die nichts zu beweisen und keine Bücher zu verkaufen hatten. Auch nicht solche, die damit die Doktorwürde erlangen wollten. Wir haben 4 Menschen aufgesucht, die einmalige Erlebnisse mit der Arche hatten. Keiner von ihnen schreibt ein Buch über seine Eindrücke. Keiner predigt von der Kanzel herab. In allen Fällen war die Entdeckung des Schiffes ein sehr persönlicher, bewegender Moment. 1973 wurde Ed Behling aus Colorado Augenzeuge. Er war Angehöriger der US-Streitkräfte und einer Abteilung des Verteidigungsministeriums zugeteilt, die sich Diyarbakır nannte und ungefähr 160 Kilometer südwestlich des Ararat stationiert war. Dort schloss er Freundschaft mit einem türkischen Armeerekruten namens Mustafa. Als ich Amerika in Richtung Türkei verließ, hatte ich mir vorgenommen, so viel wie möglich von diesem Land kennenzulernen. Mustafa und ich kamen sehr gut miteinander aus. Irgendwann hatte ich ihm gesagt, dass ich gerne die Arche sehen würde. Er sagte, er hätte einen Großonkel, der wüsste, wo das Schiff liegt und dass der uns dort hinaufbringen würde. Ich war natürlich sehr aufgeregt. Wir kamen in ein altes Zelt in einem alten Lager. Mustafas Onkel kannten alle. Er war der Dorfälteste und wollte uns anscheinend nur ungern auf den Berg bringen. Ich sprach mit Mustafa darüber, aber er meinte, ich habe ihn davon überzeugt, dass du ehrlich bist. Die Einheimischen sind Fremden gegenüber sehr misstrauisch. Aber ohne ihre Hilfe wäre der Besuch der Arche unmöglich gewesen. Ich fragte ihn, ob wir die Kamera mitnehmen könnten, aber er lehnte es mit der Begründung ab, dass der Ararat in der Nähe der russischen Grenze liegen würde und sich für mich als Amerikaner und ihn als Türken ungemütliche Situationen ergeben könnten. Der Großonkel brachte uns dann um Felsen herum, über steile Hänge und unter steilen Überhängen hindurch den Berg hinauf. Er wusste genau, wo es lang ging. Ich war müde und außer Atem und dachte, Mann, wann werden wir da sein? Wann werden wir die Arche sehen? Wenn das nicht bald der Fall ist, kehre ich um. Da lachte mich der Onkel an und zeigte nach unten. Dann sah ich im Nebel dieses riesige Schiff. So stellt man sich einen Traum vor. Und plötzlich ist er wahr. Musik
Wir gingen hinunter unter dem Rumpf hindurch und waren ungefähr 30 Meter tiefer. Über uns lag das Schiff auf einem Felsvorsprung. Die Öffnung war im Wesentlichen viereckig, allerdings breiter als hoch. Die Seiten waren gezackt und ein wenig aufgerissen und ich konnte sowas wie Planken erkennen. Verglichen mit dem Vorsprung, auf dem es lag, sah es gewaltig aus. Man kann es sich nur schwer vorstellen. In 1943 war Ed Davis als Soldat im Mittleren Osten stationiert. Auch er freundete sich mit einem Einheimischen an. Er hieß Abbas Abbas und war ein Zivilist, der für ihn arbeitete. Er zeigte sich für einen Gefallen erkenntlich und führte ihn auf den Ararat. Zu der Zeit war die Arche nicht zu sehen. Und wenn es möglich wäre, wollte er kommen und mich holen. 2 Monate später war es soweit. Er kam und sagte, wir können Sie sehen, kommen Sie. Wir waren alle im Abstand von 6 Metern mit einem Seil verbunden. Nie im Leben hatte ich so gefroren. Ich war nass, hungrig und müde. Sie wollten mir die Arche zeigen. Da, wo ich stand, sah ich ein großes blaues Felsstück. Dann gingen wir ein Stück weiter und ich konnte das Ende des Schiffes sehen. Es war furchterregend. Man hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber man wusste, dass da eine gewaltige Macht gegenwärtig war, eben die Arche Noah. Well, it was just a mighty power someplace there present. It was Noah's Ark. Ed Davis' Geschichte klingt glaubhaft. Er ist davon überzeugt, dass das, was ihm Abbas zeigte, die heilige Arche Noah ist. Es ist durchaus verständlich, wenn jemand derartigen Behauptungen gegenüber skeptisch ist. So erging es dem Autoren und Kunstforscher Larry Williams. Als ich Davis' Geschichte hörte, dachte ich, dass ich nicht nur sie, sondern auch ihn genauer unter die Lupe nehmen sollte. Ich veröffentliche ein Informationsblatt für Leute, die archäologische Stätten suchen. Und so reise ich viel in der Welt herum. Eines habe ich gelernt. Man darf den meisten Geschichten keinen Glauben schenken. Der Verleger Larry Williams ließ Davis von einem Lügendetektor untersuchen. Ich fuhr nach Albuquerque in New Mexico, engagierte einen Lügendetektor-Experten und erzählte ihm Davis' Geschichte. Er sagte nur, geben Sie mir eine halbe Stunde mit dem Mann und ich werde ihn kleinkriegen. Nach 2 Stunden intensiver Untersuchung kam der Experte heraus und sagte, Larry, ich kann nicht sagen, auf welchem Berg er war. Ich kann auch nicht sagen, ob es die Arche Noah war. Aber eines sage ich Ihnen, Davis sah ein Schiff und er lügt nicht. Bei diesem Mann, Dr. Ahmed Ali Arslan, spielte der Glaube eine große Rolle. Dr. Arslan ist Chef des Büros einer großen türkischen Zeitung in Washington und ehemaliger Mitarbeiter des Senders Voice of America. Und er kennt den Ararat wie nur wenige. Meine Familie lebt in Arlak, einer türkischen Stadt zwischen dem Ararat und der ehemaligen Sowjetunion. Dort bin ich aufgewachsen und stieg mehr als 50 Mal auf den Gipfel des Ararat. Oft auch mit international anerkannten Forschern wie Fernand Navarra und dem verstorbenen Astronauten James Irwin. In 1989 bestieg ich die nördliche Seite des Berges, die über der Ahora-Schlucht liegt. Es ist die gefährlichste Aufstiegsroute, weil sie von riesigen Gletschern und sehr gefährlichen Gletscherspalten bedeckt ist. Als Türke bekam ich die Genehmigung, gewisse Gebiete des Ararat zu untersuchen, die andere nicht betreten durften. Ich überprüfte eine Gegend, die sich auf einem Satellitenfoto als möglicher Standort der Arche gezeigt hatte. Ich kam in die Nähe des gesuchten Punktes und plötzlich gaben unter mir Eis und Schnee nach. I
Ich landete ungefähr 30 Meter tiefer, aber ich hatte Glück, dass ich nicht in eine Gletscherspalte gefallen war. Das hätte ich nicht überlebt. Als ich wieder auf die Beine kam, sah ich in 30 oder 60 Metern Entfernung eine gebäudeähnliche Konstruktion, die definitiv aus Holz bestand. Die hatte dort einige hundert Meter unterhalb des Gipfels überhaupt nichts zu suchen. Es sah ähnlich wie eine Kapitänskabine aus. Ich nahm sofort meine Kamera und machte Fotos. Man kann gerade eben flache Balken und dergleichen erkennen. Es scheint tatsächlich eine von Menschenhand gebaute Konstruktion zu sein. Ich glaube fest daran, dass das, was ich gesehen und fotografiert habe, die Arche Noah ist. Einer der faszinierendsten und bewegendsten Augenzeugenberichte, die bisher bekannt wurden, ist die Geschichte eines christlichen Palästinensers namens George Jamal. Mr. Jamal ist bescheiden und lebt, inzwischen verheiratet, in Kalifornien. Er ist ein gläubiger Mann, den sein Abenteuergeist dazu brachte, den Ararat dreimal zu besteigen, um die Arche zu suchen. Der dritte Aufstieg ruft Erinnerungen in ihm hervor, die mit Freude und Trauer vermischt sind. Im Juli 1984 kam ich zum dritten Mal in die Türkei, um auf dem Ararat nach der Arche zu suchen. Mich begleitete Wladimir Sobieski, der jedes Jahr dort war. In dem bewussten Teil des Berges gab es viele Gletscherspalten und wir mussten sehr vorsichtig sein. Wladimir war ein Kletterexperte und ich war froh, ihn bei mir zu haben. Im Jahr zuvor hatte er hoch oben etwas gesehen, was wie eine Höhle aussah. Aber bevor wir dort ankamen, hatte eine Lawine aus Eis und Felsbrocken den Eingang verschüttet. Wladimir war fest entschlossen, ihn wiederzufinden. Also kletterten wir dorthin. Es schien für uns nichts Wichtigeres zu geben. Drei Tage lang suchten wir den Felsvorsprung ab, der mit Eis und Gestein bedeckt war. Ab und zu kam Nebel auf und wir mussten stundenlang herumsitzen und warten. Am dritten Tag gruben wir überall weiter, wo es möglich war. Wir schoben Felsbrocken beiseite und versuchten, mit dem Pickel das Eis aufzuhacken. Dabei hörte ich plötzlich ein hohles Echo. Ich rief sofort Wladimir. Dann hackten wir ein Loch, das groß genug war, um hindurchzukriechen. In der Höhle war es dunkel, also schalteten wir unsere Taschenlampen ein. Dann erkannten wir, dass die Wände und der Boden nicht aus Stein oder aus Felsen bestanden, sondern aus sehr altem Schiffsholz. Also war es überhaupt keine Höhle. Wir waren ganz aufgeregt, als wir sahen, dass ein Teil des Raumes in Verschläge aufgeteilt war, in denen Tiere untergebracht werden können. Da wussten wir, dass wir die Arche gefunden hatten. Der Raum, in dem wir uns befanden, war klein, aber weiter hinten konnten wir welche sehen, die durch Verschläge und hölzerne Gitter geteilt waren. Allerdings war der Zugang durch Eis blockiert. Wladimir wollte ein Stück Holz mitnehmen, um zu beweisen, dass wir dort waren. Anfangs hatte ich Angst. Für mich war es so, als würde man in eine Kirche gehen und eine Jesusstatue mitnehmen. Aber auch ich wollte beweisen, dort gewesen zu sein. Und so nahm jeder ein kleines Stück mit. Wladimir und ich hatten große Pläne. Wir wollten mit Wissenschaftlern und Filmkameras zurückkommen und zeigen, dass wir die Arche wirklich gefunden hatten. Draußen machten wir Fotos, um später in der Lage zu sein, dorthin zurückzufinden. Ich gab Wladimir meinen Fotoapparat, um ein Foto von mir zu machen.
to take the picture. Er ging wegen der Perspektive etwas nach hinten und stürzte ab. Und durch den Krach wurde eine Lawine ausgelöst. Sie war so groß, dass ich ihn nicht finden konnte. Und so starb er. Wladimir und ich wollten unsere Entdeckung zu einem großen Ereignis machen und veröffentlichen. Aber als er starb, war ich dazu nicht mehr in der Lage. Es schien mir nicht mehr richtig zu sein. Immerhin war Wladimir derjenige, dem es zu verdanken war, dass wir die Arche gefunden haben. Das ist ein Stück Holz, das ich von Noahs Schiff mitgebracht habe. Es war so hart, dass wir es abschlagen, abstemmen und abreißen mussten. Es ist für mich sehr kostbar und wie ein Geschenk Gottes. Es dürfte schwer fallen, sich von den Berichten dieser fünf Augenzeugen nicht beeindrucken zu lassen. Nachdem sie noch leben, können wir ihre Erzählungen persönlich bestätigen, aber auch in Frage stellen. Fünf Männer, die innerhalb eines knappen halben Jahrhunderts auf dem Berg waren und Geschichten zu erzählen haben, die bemerkenswert übereinstimmen. Wir haben bisher über eine Reihe von zivilen und militärischen Entdeckungen aus der Luft berichtet, die im 20. Jahrhundert stattfanden. Außerdem konnten wir die aktuelleren Augenzeugenberichte von George Hagopian, Ed Behling, Ed Davis, Ahmed Arslan und George Jamal vorlegen. Aber gibt es irgendetwas Gemeinsames in all diesen Berichten, was uns hilft, die Arche zu finden und der Welt zu präsentieren? Die Antwort ist ja. Die Arche liegt auf dem Ararat. Sie wurde jedes Mal auf der Nordseite über der Ahora-Schlucht gesehen. Auf einer Hubschrauber-Expedition im August 1990 flogen wir über den Gletscher auf der Nordseite des Berges und machten ein Foto von einem rechteckigen Objekt, von dem wir glaubten, dass es die Arche Noah wäre. Wir haben also die Fotos von der Karl-Bau-Expedition, auf denen im Gletscher die Umrisse eines Objektes zu erkennen sind, und haben inzwischen die Daten von einem Computer analysieren lassen. Wir sehen jetzt ein Computerbild des Primärobjektes, das vom Satelliten identifiziert wurde. Wenn wir dieses Bild jetzt vergrößern, können wir eine rechteckige Form erkennen. Das hier sind die Umrisse. Und das Objekt geht über einen Felsvorsprung hinaus. Meiner Meinung nach wurde es eindeutig von Menschenhand gefertigt. Unser Geheimnis wäre schon gelöst, wenn die CIA und unser Verteidigungsministerium ihre Aufklärungsfotos von Spionagesatelliten aus der Osttürkei zur Verfügung stellen würden. Warum tun sie das nicht? Im strategischen Luftkommando befinden sich geheime Dokumente mit Fotos von der Arche Noah, die auch als solche gekennzeichnet sind. Wir wissen, dass unsere Behörden Fotos und Satellitenaufnahmen von diesem Gebiet haben. Aber sie werden sie wahrscheinlich nicht herausgeben wollen, weil sie dann verraten würden, wie gut sich unsere Spionagetechnologie entwickelt hat. Nachdem uns nun unsere Behörden nicht helfen wollten, haben wir Frankreich um Aufnahmen gebeten, die von einem Satelliten mit der Bezeichnung Spot aufgenommen wurden. Auf diesen Bildern, die aus einer Höhe von etwa 900 Kilometern gemacht wurden, können sogar Objekte von einer Größe von 10 Metern identifiziert werden. Diese Aufklärungsfotos dienten auch amerikanischen Jagdfliegern im Golfkrieg gegen Saddam Hussein. Wir haben bei unserer Suche nach der Arche die neueste, modernste Technologie eingesetzt. Interessant ist dabei, dass Objekte, die aus einer Entfernung zwischen 90 und 150 Metern im Nebel aufgenommen wurden und schwer zu erkennen sind, mit Hilfe von dreidimensionaler Animation aus einer Höhe von Hunderten von Kilometern genau identifiziert werden können. Die Spotfotos brachten wir zu einer Bostoner Firma namens TASC, die sich auf angewandte Informationstechnologie wie 3D-Geländeanimation spezialisiert hat. Dort wollen wir uns auf Standorte der Arche konzentrieren, die von Satelliten ausgemacht wurden. Auf unserem Animationsmodell nähern wir uns dem Ararat aus einer Entfernung von mehreren hundert Kilometern. Im Vordergrund sehen wir den kleinen Ararat. Wir nehmen den Kurs so, dass wir zwischen beiden Gipfeln hindurchfliegen und dann den Ararat umkreisen. Die Animation zeigt deutlich die Gletscherzungen und die tiefe Ahora-Schlucht auf der Nordseite, über der die Arche gesichtet wurde.
Diese Schlucht bietet einen furchterregenden Anblick. Die steil abfallenden Felsen gehen hinauf bis zur Schneegrenze, die sich bis zum Gipfel erstreckt. Auf dem Rückweg zur Ahora-Schlucht über die Abich-Gletscher wollen wir drei Standorte genauer betrachten, an denen Teile der Arche sowohl von Augenzeugen als auch von Satelliten gesichtet wurden. Zuerst sehen wir uns dieses angelhakenähnliche Gebiet auf dem östlichen Plateau an, wo nach Meinung von Ray Anderson der größte Teil der Arche liegt. Wenn wir aus dieser 11-Uhr-Position in eine 5-Uhr-Position runtergehen, sind wir direkt über dem Standort, der sowohl vom Spot-Satelliten als auch von drei verschiedenen erfolgreichen Expeditionen fotografiert wurde. Mit Hilfe der Spot-Aufnahmen wollen wir versuchen, die genaue Lage der Arche Noah auf dem Ararat auszumachen, wie sie von militärischen Satelliten und Fotografen dokumentiert wurde. Hier in diesem Computerlabor sehen wir jetzt auf dem Bildschirm Spot-Satellitenaufnahmen vom Ararat. Diese S-förmige Spalte ist ungefähr 457 Meter lang und 27 Meter breit. In der Mitte sehen wir ein deutlich hervorstechendes Objekt, das aus dem Schnee über einen Felsvorsprung herausragt. Auf dieser Vergrößerung können wir das Objekt genau vermessen. Wir sehen hier die Gletscherspalte. Die grauen Rasterpunkte umreißen einen Felsvorsprung. Aus dem Schnee ragt ein Objekt heraus, das sich über den Vorsprung erstreckt. Jeder Rasterpunkt beträgt 9,75 Meter. Also ist das Objekt ungefähr 24 Meter breit und ragt ungefähr 27 Meter aus dem Schnee heraus. Nach den Spot-Aufnahmen und den Vergrößerungen von Hubschrauberfotos zu urteilen, ist dieses rechteckige Objekt kein Teil natürlichen Terrains und laut militärischer Satelliteninformation besteht es aus Holz. Genau an der Stelle machte die Schocke-Hubschrauber-Expedition 1990 eine weitere interessante Entdeckung. Dazu Expeditionsmitglied Karl Bau. Ende August 1990 unternahm unser Team 11 getrennte Hubschrauber-Expeditionen zum Ararat. Laut Satelliteninformationen sollte dieser Abschnitt unser Ziel sein. Die spektrographischen Linien deuten darauf hin, dass es sich hier um Holz handelt. Ein wirklich eindrucksvoller Fund. Aber über der tückischen oberen Kante der Ahora-Schlucht finden wir noch mehr. Genau hier soll nach Meinung der Experten ein weiterer abgebrochener Teil der Arche liegen, der aus dem Gletschereis herausragt, wenn das Wetter es zulässt. Und genau an dieser Stelle machte der Astronaut James Irwin mit einem holländischen Team vor einigen Jahren ein eindrucksvolles Foto. Wir flogen zusammen mit James Irwin in einem Flugzeug um den Ararat herum und dann die Ahora-Schlucht entlang. Dann entdeckten wir ein Objekt, das aus dem Eis herausragte. Es sah aus wie die Arche. Wir waren sehr aufgeregt, aber unsere Flugzeit war zu Ende und wir mussten zurück zu unserem Stützpunkt. Auf unserer allerletzten Expedition, die wir mit Genehmigung der türkischen Regierung durchführten, glaubten wir an einem Nachmittag endlich Noahs Arche zu sehen. James Irwin wollte seine Entdeckung nicht bekannt geben, bevor er nicht mit einer Expedition dorthin aufgestiegen war, um alles zu filmen. Er starb leider, bevor er zum Ararat zurückkehren konnte. An Astronaut James Irwins Weltraumausflüge wird man sich noch nach Generationen erinnern. Ihm gebührt Dank, dass er der Welt dieses eindrucksvolle Foto hinterlassen hat. Vielleicht können wir davon ausgehen, dass sich sein Traum, die Arche zu finden, erfüllt hat. So wie sich einige Menschen von einfachsten Beweisen überzeugen lassen, bleiben andere trotz stichhaltigster Beweise skeptisch. Im Falle von Noahs Arche gibt es noch eine dritte Gruppe, die gar nicht überzeugt werden muss. Was ich sah, war die Arche Noah. Für mich ist dieses Stück Holz wie ein Geschenk Gottes. Sie ist da, die Leute brauchen nur hinzugehen. Es war ehrfurchtgebietend. Es war die Arche Noah. Sie haben wissenschaftliche Demonstrationen und Satellitenaufnahmen gesehen und Sie haben das Ergebnis des Lügendetektors und Augenzeugenberichte gehört.
Die Beweise liegen vor Ihnen. Wohlbehütet und vor der Welt verborgen sind die Überreste eines riesigen Schiffes auf dem Ararat identifiziert worden. Holzproben sind auf die Zeit datiert worden, in der, wie die Bibel berichtet, eine weltweite Flut stattfand. Welcher Schluss kann daraus und aus dem, was wir in diesem Film gesehen haben, gezogen werden? Wenn man die Geschichten aus vielen Nationen über den Ararat betrachtet, tritt ein zentraler Gedanke zutage. Es ist die Geschichte von Noah. Sämtliche Beweise lassen nur einen Schluss zu, dass es sich bei dem großen Schiff auf dem Ararat um die Arche Noah handelt. Dieser Mann namens Noah bewies seinen Glauben. Über Generationen arbeitete er an dieser unglaublichen Arche und brachte Tausende von Tieren an Bord, damit sie eine drohende, damals unvorstellbare Katastrophe überleben konnten. Er bat seine Familie, an ihn zu glauben, und als Gegenleistung rettete er nicht nur sie, sondern uns alle, die wir von ihm abstammen. Das ist mehr als die Geschichte über ein großes Schiff und eine verheerende Flut. Es ist auch die Geschichte über einen großen Mann. Ist es nicht erstaunlich, wie dieses Buch, das lange Zeit als Schatztruhe des Glaubens galt, plötzlich zu einem ungeheuren historischen Dokument geworden ist? Die neueste Wissenschaft und moderne Technologie scheinen die Geschichte zu untermauern, die die Bibel seit mehr als 3000 Jahren erzählt hat. Wenn sich die Arche auf den schneebedeckten Hängen des Ararat befindet, was bewiesen zu sein scheint, wie sollen wir mit dieser neuen Erkenntnis umgehen? Kann man diesen neuen Beginn der Welt akzeptieren, während wir uns dem 21. Jahrhundert nähern? Ein äußerst faszinierender Gedanke, nicht wahr? Ich bin Darren McGavin. Danke für Ihr Interesse an der unglaublichen Entdeckung der Arche Noah.